Und mit der Honigbiene wirst du deinen Weg finden. Er nennt sich Malice. Und obwohl du auf Taktik gegangen bist, was normalerweise immer Bullshit macht, hat dein Charakter genau das getan, was du wolltest. Und ein normaler Angriff sollte reichen. Oh Gott, ich habe vergessen, wie schwach der normale Angriff in diesem Spiel ist. Aber das sollte jetzt reichen. Honigbiene bricht zusammen. 120 Experience. Ich wollte aber Honig haben. Honig! Wobei ich sagen muss, ich habe im letzten Part gesagt, im Tee ist er besonders lecker. Aber ich muss eigentlich sagen, das ist dann wahrscheinlich die Stelle mit der Wasserfrau. Eigentlich muss ich sagen, ja, ich speichere jetzt auf einen neuen Speicherstand, damit ihr nicht ganz so viel verpasst, falls irgendwas nicht klappt. Aber ich muss eigentlich sagen, ich habe keinen Schaden bekommen. Ich brauche lediglich was für SP. Hier heißt es MP. Ist ja kein Wunder, dass ich verwirrt war. Okay. Kampf geht los, oh mein Gott, wir werden alle sterben! Das hat mir gerade noch gefehlt! Das sind zwei! Okay. Ganz ruhig bleiben, Domi. Du weißt, was du tust. Du baust erst eine Barriere auf. Verfluchte Nymphen, wie soll ich die ohne Magie nur besiegen? Brauchst du Hilfe? Was? Verdammt, schleich dich nicht so an mir heran. An mich heran da, an mich. Oh, danke. Was? Verdammt, schleich dich nicht so an mich heran. Wer bist du überhaupt? Ich bin Kanama. Für nähere Auskünfte haben wir später auch noch Zeit. Jetzt sollten wir erst einmal... Einmal? Wird dann mal groß geschrieben? Egal. Erst einmal sehen, wie wir diese Wasserbiester loswerden. Starschutz greift, steigt um 8. 14? 85! Kleine, welches Level hast du? Verteidige du dich nochmal. Und du benutzt bitte das Proviant und heilst dich mal kurz. Starschutz um 10 gestiegen. Ich möchte etwas wissen. Gegen die Magie hilft das einen Scheißdreck. Das ist praktisch. Gewalt. Möglicher Todesstoß. Blende. Warte mal kurz. Kaijin. Windloch. Ein effektiver Angriff, der eventuell zum Tod führt. Den sie aus irgendeinem Grund nicht verwenden kann. Kleeblatt schlägt doppelt auf den Feind ein. Yay. 68 Schaden. 62 Schaden. Okay! Das war nicht schlecht. Ich muss mal kurz was gucken. Was hat das nochmal gemacht? 211 und 243. 241, 211. Ha. 200 Experience Points. Du hattest Glück, dass ich gerade vorbeigekommen bin. Mit den Biestern ist nicht viel, ist nicht zu spaßen, okay? Für eine halbe Portion schlägst du ganz schön kräftig zu. Ja. Soll ich das jetzt als Kompliment ansehen? Also ehrlich gesagt haben mir das schon viele gesagt, aber keiner so charmant wie du. Ja, ich weiß, ich klinge halt charmant. Ich bin eben lebenswert. Entschuldige, ich wollte dich nicht beleidigen. Eigentlich habe ich es ja eilig. Ich muss zurück nach Eldor. Dort warten meine Schüler auf mich. Eldor. Wieso muss ich gerade an die Elfen aus Herr der Ringe denken? Wie hießen die nochmal? Eldor? Egal. Du bist Meister? Wovon? Hat man das nicht eben gesehen? Ich unterrichte den Faustkampf. Haja, tschum, tschoi, oh, pum. Und habe bereits das dritte Band eines Kaijin-Meisters erhalten. Kaijin. Ich habe einen alten Schüler von mir besucht und bin gerade auf dem Rückweg. Du entschuldigst mich also? Wahrscheinlich die Kleine, die wir erst die wir vorher hatten. Wie hieß sie? Die Blondie. Die andere Blondie als die hier. Warte. Ich muss zufällig in die Richtung. Der Weg dorthin ist aber nicht unbedingt ein Spaziergang. Ich würde mich dir gerne anschließen. Du möchtest dich jemanden anschließen? Eigenartig. Natürlich unter Bezahlung, versteht sich. Aha, das erklärt einiges. Nun ja, wieso nicht? Zu zweit wäre die Reise natürlich um einiges leichter. Gut. Das war die falsche Stimme. Gut, gehen wir. Nicht so hastig. Wie ist überhaupt dein Name? Nicht so wichtig. Ach komm schon, wie soll ich dich denn sonst anreden? Am besten gar nicht. Oh, bist du unfähig.
Der ist aber ganz schön rüde. Ich hoffe, ich habe mir hier nicht irgendeinen Banditen angeangelt. Irgendeinen? Wird irgendeinen mit T geschrieben? Ne, egal. Oh! Bienen! 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, es passt sogar. Honigbienen. Okay, wen haben wir denn als Gegner? Honigbiene, Honigbiene, Honigbiene. Die heißen alle Honigbienen, obwohl sie anders aussehen. Okay. Ja. Immerhin habe ich jetzt zwei Figuren, die alle Gegner angreifen. Das ist gut. Ja, das ist kreativ. Kreativ. Sehr schön. Erledigt. 100 Honig, Honig. Nur zwei Honig? Ich habe auf mehr gehofft. Ein Hase! Er wird uns alle töten! Nein, doch nicht. Wo kommst du her? Random tote Biene. Na gut, das macht sogar Sinn. Ich meine, da wird nicht auch überall tote Viecher rum. Noch eine Biene! Und ja, ich schneide die Kämpfe gerade nicht raus. Aus zwei Gründen. Erstens, aufgrund dessen, wie ich aufnehme. Und zweitens, weil es eh scheißegal ist, ich one-hitte eh alles. Also daher, scheiß drauf! Ich realisiere gerade wieder, dass das hier ein RPG Maker 2000 Spiel ist. Warum fällt mir das gerade auf? Wegen dem Kampfsystem. Ich habe in letzter Zeit so viel mit dem 2003 gearbeitet, dass ich halb vergessen habe, wie das 2000er aussieht. Und ja, ich arbeite wieder an meinem Spiel. Ha, irgendwann in 10,5 Jahren wird es mal fertig sein. Puh, ja. Erledigt, Honig erhalten. Sehr schön. Ich mag Honig. Nam, nam, nam. Was ich eigentlich vorhin sagen wollte, das fällt mir gerade wieder ein. Ich habe vorhin, ich habe im letzten Part gesagt, Honig in Tee. Aber eigentlich trinke ich selten Tee mit Honig, sondern das trinke ich nur dann, wenn mein Hals es schlecht geht. An sich trinke ich immer heißes Wasser mit Honig. Fragt mich nicht warum, dem ist so einfach. Okay, dann haben wir einen neuen Apfel und der ist schon halb verfault und der ist auch halb verfault und was war das? Oh mein Gott, da ist noch eine Biene. Biene! Bees! Bees everywhere! It's bees! Ja, ich weiß auch nicht, was ich soll. Bees! Bees everywhere! It's bees! Bees! Okay. Honig! Ich mag Honig. Ja, da. Ich auch. Gut. Jeder, der es nicht mag, wird verprügelt. Naja, das ist etwas harsch da, denkst du nicht? Nein, ich denke, das ist genau das Richtige. Da, denkst du manchmal, dass wir uns einfach zu viel unterhalten? Nein, das denke ich nicht. Eigentlich sind wir doch gute Kumpels. Ja, das finde ich auch, aber ich weiß nicht, was der Rest der Welt davon denkt, wenn ich mit einer Spielfigur rede. Ach, scheiß drauf. Und bitte belebt sie nicht wieder. Das wäre mir gerade viel zu umständlich. Ist okay da. Ich finde auch, dass sie nervt. Gut, dann sind wir ja schon zwei. Dieser Apfel ist uns schon einfach verfault. Und er auch, ist ja ekelerregend. Okay da. Ist okay. Aber weißt du, eigentlich ist er nicht verfault. Du könntest ihn noch essen. Halt's Maul. Na gut. Du das sagst. Ich mag das Level, das da inzwischen hat. Keine Übergangsanimation. War das schon immer so? Das fällt mir gerade wieder mal auf. Andererseits, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Selbst wenn es vorher immer so war, wird es mir nicht auffallen. Hier lagen zwei Misteln. Oh, schön. Übrigens, fände ich es echt toll, wenn ich dafür das Ding nicht extra nochmal ansprechen sollte, sondern wenn es einfach gesagt wird. Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Der Titel dieses Buches lautet Wahrheit über die Gottheit. Sollte ich mal lesen, wenn ich Zeit habe. Okay, setze ich hin, lies es mir vor. Okay, Domi, hier steht. Götter sind falsch. Der einzig wahre Gott bist du. Verlasse dich stets auf dich selbst und du kannst dir sicher sein, dass das, was du planst, gelingt. Hey, das ist mein Lebensmotto. Nein, ist es nicht. Naja, sowas in der Richtung. Ja, aber du bist zu dumm, um dir richtig aufzuschreiben. Oder in einen kompletten Satz zu formulieren. Da, das war fies. Ich weiß, ich weiß. Das ist jetzt aber nicht mein... Das ist aber nicht mein Ernst. Das ist aber nicht mein Ernst. Das ist aber nicht mein Ernst. Interessant, ein Buch über schwarze Magie. Los, da, benutze dieses Buch, um endlich wieder Magie zu erlernen. In RPGs funktioniert das immer. Warum auch immer. Ja, mich stört dieses Null-Übergangs-Animation. Hier lang. 5 Pfefferminz. Wow, 5 Pfefferminz. Das ist relativ viel. Wir haben übrigens gerade eine Meisterin des Kaijin bei uns. Ist es dir auch gewohnt, einfach über reinzugehen und Sachen zu klauen? Verdammt, das fehlt mir gerade noch. Jetzt ist mein... Das ist jemand anderes.
Verdammt, das fehlt mir gerade noch. Jetzt ist meine schöne Frisur im Eimer. Kathleen, komm schnell rein, sonst erkältest du dich noch. Ja, gleich. Lass uns schnell ein Gasthaus suchen. Lass uns ein Gasthaus suchen. Hoffentlich hast du genug Geld dabei. Die Zimmer hier sind nicht unbedingt billig. Zahlt ihr doch selbst. Sehe ich denn aus, als würde mir der Luxus aus dem Arsch wachsen? Würde ich ja gern, aber wie gesagt, eine Übernachtung hier ist sehr teuer. Na und? Ich habe ja nicht vor, den ganzen Tag hier zu bleiben, geschweige denn eine Nacht. Also gehen wir endlich. Der Herr hat es aber sehr eilig. Gut, dann lass uns gehen. Oh, hat jetzt einer geblickt, wo der tiefere Sinn dieser Diskussion war? Außer, dass sie arm ist, haben wir jetzt nichts erfahren. Ich würde gerne dieses Holz stehlen und es im nächsten Dorf verkaufen. Danke, keinen Durst. Okay. Du bist ein kleines Kind, das aus irgendeinem Grund eine verdammte Ähnlichkeit mit uns hast. Wenn ich groß werde, dann bezähme ich dieses schwarze Gaul. Ich werde dann der Erste sein, der ihn reiten darf. Aber wenn du groß bist, wird der Hengst schon alt sein und ich bezweifle, dass er dann noch zum Reiten geeignet sein wird. Aber ich bin doch schon fast groß. Mir fehlt doch nur noch eine Nasenlänge. Das sagt mein Papa zumindest. Kleiner, du bist ein Kopf. Seht euch diese Ähnlichkeit an! What the fuck? Du bist mein unehelicher Sohn. Eines Tages wirst du ein großer Magier sein. Genau wie dein Papa. Habe ich schon erwähnt, dass ich allergisch auf Pferde habe? Das ist sogar ein guter Grund, hier nicht hinzugehen. Naja, besser als ich will da gerade nicht rein. Bei diesem Sauwetter sollte ich jemand eine Herberge aufsuchen. Sicher, lass uns die Frau besuchen, die Kreim genervt hat. Solltest du nicht deiner Mutter folgen und ins Haus gehen? Wie soll mir das bisschen Regen etwas ausmachen? Die Alte kann mich mal. Ich hasse meine Mutter. Fick dich! Die Kleine gefällt mir. Ja, nicht so ganz, aber sure, whatever. Bei diesem Sauwetter, bla 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 bla. Sauwetter, Sauwetter, bla 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 bla. Nein, ich gehe nicht ins Inn. Bla 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 bla. Ich möchte jemanden ausrauben. Bla 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 bla. Egoismus hat allerhand voll. Allerhand für sich. Was ist da? 200 Geldscheine. Yay! Wer zu 200 Geldscheine bitte in ein fucking Fass? Na schön. Whatever. Okay. Bei diesem Sauwetter. Ja, das mache ich gerne. Bla 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 bla. Lass uns weitergehen. Oh mein Gott, ein Waffenshop. Endlich wieder Waffen. Es gibt Waffeln. Wenn wir... Ich gucke mir das gerade an. Und das Q ist ziemlich weit weg vom I, aber ziemlich nah am W, okay. Wenn wir schon mal hier sind, könnte ich mir einen neuen Dolch kaufen. Die alten sind mir vor kurzem zerbrochen. Du kämpfst auch mit Waffen? Natürlich. Ich bin immerhin in 5 verschiedenen Kampftechniken vertraut. Dazu zählt auch die 3-Kampftechnik. Ich kann gleichzeitig mit 2 Dolchen kämpfen und dabei auch noch mit der Faust zuschlagen. Wofür soll das gut sein, wenn ich gerade so drüber nachdenke? Ich meine, du hast 2 Dolche, in jeder Hand einen. Du schlitzt damit deine Gegner auf und dann haust du zu. Okay, warum? Naja, egal. Nicht schlecht. Ich wünschte, ich könnte das auch. Du könntest bei ihr lernen. Bohrschwert! Bestehend aus 3 Stechklingen. Coole Sache. Schwalbe. Habe ich sowas nicht irgendwann mal aufgehoben? Mist. Okay, die Waffen sind gar nicht so teuer. Barett, Stoffkappe, die über beide Ohren. Ja. Kopftuch. Sollte ich sie ausrüsten? Ach komm, wir haben's gerade. Scheiß drauf. Nichts Besonderes. Er kann ein Schild anlegen, endlich! Chromschwert. Schwert aus alten, blutigen Zeiten. Ein Chromschwert. Komischer Name, aber sure, whatever. Endlich ein Rundschild. Endlich ein fucking Rundschild. Was ist das? Mist. Eine edle Waffe mit kurzem Griff und langer Klinge. Gut, hört sich schön an. Dann lass uns das mal ausrüsten. Los, meine Liebe, lass uns. Geist und Fähigkeit geht runter. Dafür geht der Schutz und der Angriff hoch. Warum auch immer ich bei einem Schwert, wenn ich das ausrüste, dümmer werde und weniger geskillt. Naja, hinterfragen wir gar nicht, oder? Puh, du bist kein Magier. Und Schutz brauchst du jetzt nicht gerade.
Okay. Ich gehe nochmal kurz durch, was ich so sehr leicht und bequem. Okay. Wow, die Fähigkeiten sind dann. Kann ich ihm die Sprintschuhe anziehen? Das wäre eine Überlegung wert. Weil dann, na gut, andererseits, da greift schon schneller an als alles andere. Also es ist gerade echt nicht nötig. Und sie kann die Sprintschuhe, glaube ich. Na, wobei andererseits, sie hat so wenig Defense. Ja, doch. Geben wir ihr lieber die Defense. So, jetzt habe ich es aber endlich hinbekommen. Ich kann heute nicht reden. Geil. Okay. Mist. Schutz geht ein bisschen runter und Fähigkeit. Okay, aber dafür geht die. Ich könnte hier noch ein zweites Mist kaufen. Das mache ich sogar noch. Was auch immer Sie wollen, nehmen Sie sich Zeit. Denn ich hab sie nicht mehr. Wenn ihr euch jetzt viel Zeit lasst, dann werde ich sterben, bevor ihr fertig seid. wie war das doch, als ich jung war? Damals. Da waren wir noch unterwegs. Da haben wir noch die Welt unsicher gemacht. oh Mann, damals war lange Zeit. Aber heute stehe ich noch hier und verkaufe meine Schwerter. Und erzähle den Menschen, die vorbeikommen, traurige Geschichten meiner Kindheit. Ja, ist das nicht schön? Was mache ich eigentlich hier? Ich weiß es nicht.